Hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Star Citizen. Heute mit einem kleinen Info-Update von CIG zur neu überarbeiteten Ship-Matrix. Diese soll uns ja mit dem Update, mit dem Live-Release von der Alpha 3.0 erreichen und auf der Website robotspaceindustries.com verfügbar werden. Wir alle hatten ja eigentlich immer schon Probleme mit der Ship-Matrix, die man aktuell auf der Website einsehen kann. Auf dieser Seite werden die statistischen Daten der Raumschiffe, die aktuell vorgestellt wurden von Cloud Imperium Games, aufgelistet, wie zum Beispiel Höhe, Breite, Gewicht, Waffenstärke, also mit welcher Bewaffnung kommt sie überhaupt, Größe der Türme, Größe der Haupttriebwerke, Größe der Manövertriebwerke. All diese Daten konnte man auf der Seite einsehen und auch natürlich, welche Rolle dieses Raumschiff haben soll. Klingt ja eigentlich ganz gut. Das Problem war aber seit jeher, dass sich die Angaben auf dieser Ship-Matrix-Seite schon während der Concept Sales von den Broschüren und der Angaben von Cloud Imperium Games, die beispielsweise in den Q&As, also den Fragen und Antworten, getätigt wurden, unterschieden und es keinen durchgehenden roten Faden gab. Auch die Gewichtsangaben der Raumschiffe, wenn man nur mal nach Höhe, Breite und Länge sowie der Rolle des Raumschiffs geht, waren nicht schlüssig und haben nicht aufeinander aufgebaut. Jüngstes Beispiel für einen solchen Fall wäre beispielsweise der jüngst stattgefundene Concept Sale der X1 von Origin Jumpworks. Dieses kleine Speederbike wurde angegeben mit einem Gewicht von 2 Tonnen. Es soll aus besonders leichten Materialien gefertigt sein und natürlich auch für Rennveranstaltungen gedacht sein. Die Dragonfly von Drake Interplanetary zum Beispiel ist mit 1 Tonne Gewicht angegeben, obwohl sie durchaus klobiger ist, auch nicht für den Rennsport gebaut ist und sogar noch etwas Fracht mit sich führen kann. Natürlich hat Cloud Imperium hierzu schon Stellung genommen und gesagt, dass die X1-Werte schon die überarbeiteten Werte sind, angepasst an die neue Ship-Matrix und die Drake Dragonfly zum Beispiel überarbeitet werden wird. Mit ihr natürlich auch zahlreiche weitere Schiffe und zahlreiche weitere Werte von Schiffen. Zur Vorbereitung dieser neuen Ship-Matrix, die übrigens beim Entwicklerstudio Turbulent entwickelt wird, hat Cloud Imperium heute am 17. Oktober 2017 den ersten von insgesamt 10 Artikeln veröffentlicht, die uns in die neue Ship-Matrix und deren Funktionen einführen soll. Thema heute sind die Rollen der Schiffe und die damit verbundenen Karrieren in Star Citizen. Im Einführungstext erläutert Cloud Imperium Games nur noch einmal, dass die neue Ship-Matrix mit dem Live-Release der Star Citizen Alpha 3.0 released werden soll. Zu sehen dann natürlich auf der Internetseite robotspaceindustries.com. Außerdem soll die neue Übersichtsseite natürlich wesentlich häufiger aktualisiert werden, damit wir uns immer einen tagesaktuellen Überblick über die verfügbaren Raumschiffe in Star Citizen machen können. Außerdem erinnert man nochmal daran, dass auf dieser Übersichtsseite natürlich nur die Auslieferungszustände der Raumschiffe aufgeführt sind. Das heißt also die Stock-Loadouts, also die von Fabrik her kommenden Ausstattungsmerkmale. Jedes Teil, so gut wie jedes Teil, ist durch das Itemsystem 2.0 und alles, was noch danach kommt, individualisierbar. Und somit sieht natürlich jede Hornet, Constellation und Halsey im Universum anders aus. Na, vielleicht nicht jede, aber auf jeden Fall gibt es sehr, sehr viele Variationsmöglichkeiten. Heute im ersten Artikel möchte Cloud Imperium die Karrieregruppen vorstellen. So würde ich es jetzt mal übersetzen. Das bedeutet also, es gibt 6 verschiedene Gruppen, in die Cloud Imperium alle Raumschiffe einsortiert. Das erleichtert es euch, wenn ihr zum Beispiel ein besonderes Spezialgebiet habt, für das ihr euch interessiert, dann könnt ihr eben in diese Karrieregruppe gucken und ihr habt somit alle Raumschiffe, die für diesen Karrierezweig oder dieses Aufgabengebiet, so könnte man es vielleicht besser übersetzen, interessant sein können. Beginnen wir mit dem ersten, Combat, also Kampf. Hierin finden sich alle Schiffe, die sich darauf spezialisiert haben, anderen Schiffen, Fahrzeugen oder Menschen bzw. Citizens Schaden zuzufügen und natürlich das Schießen insbesondere unterstützen. Das beinhaltet Schiffe aus militärischem Überschuss, militärischem Bestand oder auch Schiffe, die natürlich vom Militär übernommen wurden, sowie die viel geläufigeren Zivilschiffe, die eben aufgrund von militärischen Schiffen nachgebaut wurden. Prominentestes Beispiel ist hier sicherlich die F7C Hornet, die Zivilvariante der militärischen F7A Hornet. Damit kommen wir auch schon zur zweiten Karrieregruppe, Transport oder Transport. Hierin enthalten sind alle Schiffe, die als primäre Einkommensmethode den Waren-, Daten- oder Passagiertransport bieten. Von den kleinsten Frachträumen, die vielleicht nur eine Kiste beherbergen, bis hin zu den massivsten Cargo-Haulern, zum Beispiel der Hull-E,
sind diese Schiffe das Rückgrat der Ökonomie. Damit kommen wir auch schon zur dritten Karrieregruppe, Exploration oder Erkundung. In dieser Gruppe gibt es für jeden ein Schiff, der gerne auf kurze oder auch lange Reise zu entfernten Orten geht, sei es für Einzel-, Gruppen- oder kommerzielle Entdeckungen. Alle Geschmäcker der Entdecker, muss ich gerade selber lachen, werden hier natürlich ausreichend bedient. Die vierte Karrieregruppe, Industrial oder Industriell. Wenn du gerne Gegenstände oder Ressourcen sammelst, ist die industrielle Gruppe sicherlich die richtige für dich. Egal ob Bergbau, Bergung, Wissenschaft oder ähnliche Dinge, für alles gibt es das richtige Schiff. Natürlich beinhaltet diese Gruppe neben dem Abbau von physischer Materie wie beim Bergbau oder der Bergung auch das Abfangen und Erzeugen von Daten aus der Umgebung. Die fünfte und vorletzte Karrieregruppe ist der Support oder die Unterstützung. Diese Gruppe ist perfekt für Leute, die gerne mitten in der Action sind, aber mit Schießen nicht viel am Hut haben. Das beinhaltet medizinische Versorgung, genauso wie Reparaturen und auch das Betanken und Aufmunitionieren von Schiffen. Die letzte Karrieregruppe ist die Gruppe Competition bzw. Wettbewerb. Hier sind fast ausschließlich Schiffe für den Rennsport drin. Schnelle, leichte, agile Schiffe, die für den Rennsport hervorragend geeignet sind, sich aber leider aufgrund ihrer geringen Haltbarkeit bzw. Widerstandsfähigkeit für nicht viel anderes eignen. Zusätzlich zu den gerade sechs genannten Karrieregruppen gibt es auch noch Schiffe, die man in keine dieser Gruppen eindeutig einsortieren kann. Sie haben einfach, ja, mehrere Rollen und werden somit auch Multi-Role-Ships genannt. Man hofft, dass man die Definierung in Zukunft noch genauer gestalten kann und die Schiffe dann in die Gruppen einsortieren kann, wofür sie hauptsächlich bekannt und berühmt sind. Den Karrieren sind dann die verschiedenen Rollen zugegliedert. Auf dieser Tabelle habt ihr mal eine schöne Übersicht darüber. Unter den Punkt Combat, also Kampf, fallen zum Beispiel Kampfschiffe, logisch, außerdem Schiffe, die zur Abriegelung oder Sicherung eines Luftraums dienen, Dropships, erklärt sich denke ich von selbst, Truppentransporter, mit denen man eben Marines absetzen kann und Bomber, ganz klar die Torpedoträger, mit denen man dann eben auch Capital Ships und größere Schiffe angreifen kann. Der Punkt Transport ist, denke ich, auch klar definiert. Darunter fallen natürlich Frachter für Warentransport, Passagierraumschiffe und auch Datentransportraumschiffe. Unter den Punkt Erkundung fallen Raumschiffe, die für Erkundungsreisen gedacht sind, also Expeditionen, natürlich auch fürs private Herumreisen und auch für Wegfindungsoperationen. In der industriellen Gruppe finden wir Schiffe, die für den Bergbau gedacht sind, fürs Retten und Bergen von Schiffen, außerdem Schiffe, auf denen wissenschaftliche Forschung betrieben werden kann und der Agraranbau betrieben werden kann. Damit sind wir dann auch schon in der Gruppe Unterstützung. Hierzu zählen medizinische Schiffe, Tankschiffe, Reparaturschiffe und auch Schiffe, die für die Berichterstattung wichtig sind. Im letzten Punkt, das haben wir oben schon angesprochen, Wettbewerb, finden wir nur Schiffe, aktuell zumindest, die für das Thema Rennsport interessant sind. Natürlich sind aber auch nicht alle Schiffe, die in einer Rolle sind, genau gleich stark. Ein Beispiel dafür wäre beispielsweise die Prospector und die Orion. Die Orion ist natürlich eine richtige Bergbauplattform, die Prospector ist ein kleines Mining-Schiff. Das heißt also, man muss sich unter diesen Rollen nochmal eine Untergliederung in zum Beispiel Light, Medium und Heavy vorstellen. All diese neuen Karrieren und Rollen werden ebenfalls auf dem Schiff-Auswahlmonitor im Spiel ab der Star Citizen Alpha 3.0 angezeigt, um euch einen besseren Überblick darüber zu geben, welches Schiff ihr denn für eure nächste Operation oder eure nächste Mission gerne auswählen wollt. Die Vision von Cloud Imperium ist es, später auf der Internetseite einen eigenen Tech Tree, also eine Art Technikbaum zu haben, damit ihr eine Update-Empfehlung bekommt auf Basis des Schiffs, wofür ihr geplätscht habt. Natürlich werden das nicht alle Karrieregruppen und Rollen sein, die es später im fertigen Spiel Star Citizen geben wird. Diese Liste wird ständig ausgebaut, Rollen kommen hinzu und es gibt natürlich auch neue Raumschifftypen. Aber dies soll einmal der Anfang sein und damit wird die Stats-Page, also die neue Ship-Matrix-Seite auf robotspaceindustries.com, auch starten. Zu guter Letzt hat Cloud Imperium noch drei Fragen beantwortet, von denen sie glauben, dass sie uns interessieren könnten. Und in der Tat, so schlecht sind die Fragen nicht gewählt. In der ersten Frage geht es darum, wie zum Beispiel weitere Rollen im Thema Erkundung aussehen könnten. Erkundungsschiffe sind klassisch Multicrew-Schiffe, so sagt es Cloud Imperium. Das heißt also, sie stellen sich große Schiffe vor mit mehreren Crewmembern an Einsatzmöglichkeit.
Wir haben große Vorräte dabei, wir haben meistens auch zusätzliche Fahrzeuge oder Raumschiffe dabei. Und beispielsweise wäre eine weitere Untergliederung Luxus Exploration. Beispiel 600i. Auch da haben wir ein Fahrzeug mit dabei, wir haben Multicrew-Einsatz, aber wir haben eben ein Exploration-Schiff, was natürlich wesentlich mehr Luxus bietet. Damit wäre das eigentlich eine andere Gruppe. Ein weiteres Beispiel wäre die 300i von Origin Jumpworks und die Aurora LX von Robert Space Industries. Beide würde man wahrscheinlich aktuell in die gleiche Rolle eingliedern. Ein Sitz, ein Bett, ungefähr gleiche Ausstattungsmerkmale und Items an Bord. Aber trotzdem ist die Exploration-Erfahrung, also die Erkundungserfahrung, bei der 300i wesentlich luxuriöser und somit eine ganz andere als bei der Aurora LX von Robert Space Industries. In der zweiten Frage behandelt man hier ein Thema, was eventuell auf den einen oder anderen von euch zukommt, wenn die neue Ship-Matrix mit der Alpha 3.0 online geht. Was passiert, wenn sich die Rolle meines Schiffs in der neuen Matrix geändert hat gegenüber der alten Matrix und ich so eigentlich ein Schiff besitze, was ich gar nicht haben möchte? Cloud Imperium sagt hier, dass man sich auf jeden Fall bemüht hat, jedes Schiff in der Rolle zu lassen, für das es auch damals ausgeschrieben war. Bei wenigen Exemplaren war es allerdings so, dass die originale Beschreibung so nebulös war, also verschleiert oder nicht eindeutig, dass man es eben jetzt in eine der neuen Karrieregruppen oder Rollen eingliedern musste und somit kann sich eben sowas auch leicht geändert haben. Man hofft aber, dass man da jeden zufriedengestellt hat. Die letzte Frage finde ich die allerinteressanteste und zwar, wenn ich ein Schiff aus einer speziellen Karrieregruppe oder Rolle besitze, verwehrt mir das System oder das Spiel dann später eventuell den Zugriff auf einzelne Missionen. Beispielsweise, wenn ich jetzt eine Aegis Saber habe und ich hätte da eine Erkundungsmission, kann ich die dann gegebenenfalls nicht annehmen. Man nimmt hier ganz klar Stellung dazu, hören wir selten von CIG, aber hier machen sie es ganz klar und sagt, definitiv hat das keine Auswirkungen. Das heißt, ihr könnt jegliche Missionen annehmen, die ausgeschrieben sind. Euer Schiff hat da überhaupt nichts mit zu tun. Finde ich eine sehr, sehr wichtige Aussage, eine sehr gute Aussage. Ob es also dafür geeignet ist, das Schiff, was man gerade unterm Hintern hat, ist eine andere Sache. Aber definitiv könnt ihr mit jedem Schiff jede Mission annehmen, die euch eben zur Verfügung steht. So, meine lieben Freunde, das war's mit dem ersten Artikel, der uns die neue Ship-Matrix-Seite näher bringen sollte. Heute ging es um das Thema Karrieregruppen und Rollen. Und im nächsten Artikel von CLG zu dem Thema geht es dann um die technischen Informationen der Schiffe. Bin sehr gespannt, was ich euch da wieder berichten kann. Ich hoffe, die Informationen hier waren sinnvoll für euch und wertvoll für euch und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, wegtreten!